Bei Simone Ballack hat sich wohl einiger Unmut angestaut. Jetzt macht sie ihrem Ärger auf Instagram ganz öffentlich Luft. Dass die Schulen wegen der Corona-Beschränkungen geschlossen haben, ist für Eltern eine große Herausforderung. Auch die Mama von drei Jungs stößt beim Homeschooling ab und zu an ihre Grenzen. Das mit dieser Online-Schule, ne, das ist nicht so richtig der Burner. Ne? Ich muss euch mal was zeigen. So sieht der, nun ja, sagen wir mal, semi-übersichtliche Schulplan eines Sohnes der 44-Jährigen aus. Da kann man schon mal den Überblick verlieren. Bis ich mich da durchgelesen habe, ist der halbe Tag vorbei. Schuld an dem Dilemma sind, wenn es nach Simone geht, die Schulen. Und dann wahrscheinlich noch sagen, ja, wir sitzen den ganzen Tag am Computer, machen Pläne. Ja, klar, ihr macht Riesenpläne, die kein Mensch versteht und regt euch dann auf, wenn die Kinder ihre Hausaufgaben nicht richtig einschicken irgendwo. Doch die Wutrede nimmt eine fast schon ulkige Wendung. Denn Frau Ballack fällt auf, dass ihre Schwester auch zu der Berufsgruppe gehört, über die sie gerade schimpft. Und prompt folgt ein Sorry an sie. Dass man sich in der momentanen Situation mal kurz den Frust von der Seele reden muss, können aber vermutlich viele nachvollziehen. Und deshalb sind da hoffentlich sowohl Simones Schwester als auch die Lehrer ihrer Söhne etwas nachsichtig mit ihr.